Und wir beginnen mit dem ersten Vortragenden. Das ist Martina. Dann schießen Sie los. Ja, kleinen Moment, sieht man meine Präsi? Ja, sieht man alles? Mhm. Super. Ja, ich freue mich. Also ich bin Martina Konietschny. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TH Wildau in der Forschungsgruppe Innovations- und Regionalforschung. Und ich freue mich, heute unser OpLab vorstellen zu dürfen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wo liegt Wildau? Wir sind recht nah bei Berlin und mit der S-Bahn sehr gut zu erreichen. Wir sind eine recht junge Hochschule, 1991 gegründet, haben zwei Fachbereiche, Wirtschaft, Informatik und Recht und Ingenieur- und Naturwissenschaften. Und ja, befinden uns in einem regional gut vernetzter Umgebung mit ca. 3.300 Studierenden. So, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, das OpLab. Eigentlich Opportunity Lab, was ist das? Das OpLab soll allen Hochschulangehörigen mit unterschiedlichen Hintergründen und Zielen ermöglichen, flexibel in einer offenen Raumstruktur zu arbeiten. Das ist ein 240 Quadratmeter großer Raum und der wird natürlich auch mit unterschiedlichen Formaten bespielt, beziehungsweise soll unterschiedliche Nutzungsszenarien ermöglichen. Dazu gehören zum einen die Walk-In-Days, das sind zwei Tage die Woche, das sind offene Tage, wo man ohne Voranmeldung bei uns zum Arbeiten vorbeikommen kann. Dann gibt es die Method-Days, das sind unterschiedliche Workshop-Formate, die sich sehr stark am Entre-Comp orientieren, also am europäischen Kompetenzrahmen. Es geht halt eben nicht nur um ja, harte Business-Themen, sondern eben auch um Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise. Darüber hinaus bieten wir Special Events an, wie den Women's Entrepreneurship Day, Netzwerktreffen, Arbeitstreffen. Und natürlich wird das OpLab tatsächlich auch am stärksten momentan noch im Rahmen der Lehre genutzt. Das sowohl punktuell zu einzelnen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Abschlusspräsentationen von Studierenden, als auch tatsächlich zu Lehrveranstaltungen, die sich über das gesamte Semester erstrecken. Ja, also alles in allem ist das OpLab ein Arbeits- und Sozialraum, der auf Coworking-Prinzipien beruht. Dahinter steckt aber auch ein Raumkonzept und ich habe unseren Raumplan mal einmal mitgenommen. Ich hoffe, das Video sieht man jetzt auch, das einmal durch den Raum führt. Wir haben nämlich 5 Zonen identifiziert, die sozusagen nötig sind, um die unterschiedliche Nutzungsszenarien zu ermöglichen, beziehungsweise alle Arbeitsstile abzudecken. Das ist zum einen der Netzwerkbereich, diverse Projektbereiche, sowohl analog als auch digital, dann eben auch Rückzugsbereiche und Fokus. Wir haben aber eben auch einen klassischen Zusammenarbeitsbereich, wie man das eben auch aus dem Büro kennt. Ich habe hier auch noch mal ein paar Impressionen mitgebracht von unterschiedlichen Veranstaltungen. Wir haben mittlerweile 4.300 Nutzende gehabt und sind seit genau 2 Jahren geöffnet. Darüber freuen wir uns auch sehr, dass der Zulauf für so eine kleine Hochschule doch recht groß ist auch. Das wird auch von Mitarbeitenden genutzt, von Studierenden, von Lehrpersonal. Also da sind wir ziemlich happy drüber. Und dann vielleicht zum Abschluss noch, wie geht es für uns weiter? Also wir möchten auf jeden Fall das Thema Coworking Space on Campus und Co-Creation at Campus weiterführen und weiterentwickeln auch. Also untersuchen, wie Räume als Enabler für Kreativitäts- und Innovationsprozesse funktionieren. Da möchten wir eben auch das Entrepreneurial Mindset unter Studierenden weiterhin stärken. Wir freuen uns darüber hinaus über die Verlängerung des Mietvertrages auf 10 Jahre und möchten grundsätzlich das OpLab für alle und in die Breite öffnen, das heißt eben auch für externe Personen. Genau, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Entschuldigung, mein Mikrofon ist aus. Ja. Ja, dann vielen Dank für den spannenden Vortrag. Der nächste Vortrag ist von Peter Georg. Ich möchte noch alle daran erinnern, die nicht gerade sprechen, Mikrofon auszuschalten und auch Kamera auszuschalten. Herr Albrecht, Sie können den Bildschirm teilen.
Ja, wir sind zwei. Die Tonqualität ist bei mir ganz schlecht. Das ist bei den anderen auch so. Ja. So. Jetzt hören Sie uns jetzt besser? Bisschen besser, ja. Gut, Ihre 5 Minuten gehen los, ja? Geht los. Wir sprechen über das Thema Lehrpreise von der Anerkennung zum Anreiz. Hatten einen schönen Hintergrund. Lisa König sitzt neben mir und ich bin Peter Albers von der Hochschule Magdeburg-Stendal, die am Hochschulen kommt. Wir würden euch gerne motivieren, Lehrpreise, besonders an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, zu installieren, wenn es sie nicht schon gibt oder wenn es sie gibt, ein bisschen drüber nachzudenken. Wir haben das in den letzten Tagen viel. Solche Preise sind ein Anerkennungsform, das ist ja ganz klar. Sie sind rübergewandert von der Forschung in die Lehre. Sie haben die Hochschule für angewandte Wissenschaft gegenüber den Unis verbessert. Gute, innovative und wirksame Lehre sollen belohnt, belobigt, anerkannt werden. Wir haben dann festgestellt, es ist gut, wenn es auch einen Anreiz gibt. Bisher war der Anreiz, sich eventuell für einen Lehrpreis zu bewerben und dafür gute Lehre zu bieten. Eine zweite Variante wird zunehmen, wenn viele Leute einen Lehrpreis haben, ist die Frage, hat das eine Vorbildwirkung? Und damit wollen wir uns beschäftigen. Das Ziel von Lehrpreisen ist klar, Anerkennung und Anreizwirkung. Damit stehen Lehrpreise natürlich in einem Kontext, der vielfältig ist. Zielvereinbarungen werden mit Professoren Deputatsreduktionen ausgemacht, manchmal mit Zuschlägen, manchmal Prämien. Viel spannender finden unsere Lehrer, aber wenn sie ein Publikum bekommen, irgendwie ein Podium, wenn irgendwo ein Presseporträt hochgeladen wird, wenn ihre Publikation weiter hinbekommen. Lehrpreise haben eine längere Geschichte an Unis und Hochschulen. Genau. Grundsätzlich so im Rahmen von Deutschland sind Lehrpreise vor allem in der Qualitätspakt-Lehre-Phase, der Förderphase vom BMBF eben aufgekommen und in die Breite getragen wurden. Sie haben aber auch schon eine längere Geschichte an Fakultäten oder Instituten, die besondere Ausbildungsschwerpunkte mit besonderer gesellschaftlicher Verantwortung, wie zum Beispiel Medizin oder Jura haben, oder aber auch als besonders ja, schwierig, sage ich mal, gelten, wie zum Beispiel Ingenieurwissenschaften. Genau. Neben der Geschichte ist es eben auch relevant, wie denn der Lehrpreis tatsächlich verliehen wird. Hier unterscheiden sich die Verfahren. Es gibt studierendengetriebene Verfahren, die auch von Studierenden bewertet werden. Das ist aber eher die Ausnahme. Häufig sind Studierende beteiligt im Vorschlagsprozess beispielsweise, auch später im Begutachtungsprozess. Der ist aber dann auch oft ja, interkollegial und staatlich übergreifend besetzt, auch von HochschuldidaktikerInnen und meistens von Korrektor oder Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Ja, jetzt gucken wir nochmal zum Schluss auf diese Anreizwirkung. Vielleicht auf beides. Also, Lehrpreise sollen ja natürlich irgendwie Personen anregen, bessere Lehre zu machen. Vielleicht zunächst mal an der Lehrevolution teilzunehmen, dann an der hochschulgattischen Weiterbildung. Das ist der individuelle Zugang. Spannender scheint uns in den letzten Jahren, wo wir uns damit befassen, hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal, auch die organisationsbezogenen Anreize. Also machen Lehrende dann auch mehr in der Studiengangsentwicklung, in der akademischen Selbstverwaltung, in den Prüfungsausschüssen, in der Studiengangsleitung. Reden Sie mal mit den vielen zu koordinierenden Lehrbeauftragten jeglicher Couleur bis hin zu den Labormischungen. Wissenschaftliches Neuland wird dann betreten, wenn man auch noch die Frage hat, ob es eine Vorbildwirkung auf andere hat, dass man einen Lehrpreis bekommen hat. Dazu ist die Forschung noch völlig am Anfang. Und wir probieren die ein bisschen in Gang zu bringen. Letzter Punkt. Wenn ihr Lehrpreise organisieren wollt, dann empfehlen sich 3 Dinge. Einmal als erste ist die Organisation von oben. Die ist besonders schön, wenn man einen Lehrpreis vom Präsidium bekommt, von der Rektorin, von einer Oberbürgermeisterin, von einem Minister, von einem Fachwissenschaftler. Das erhöht die Reputation und damit die Anerkennung. Zweiter Punkt. Lehrpreise empfehlen sich auch von unten.
Wenn Studierende das vergeben, zugegebenermaßen, das sind dann Sympathiepreise, aber das Wichtigste sind doch unsere Studierenden. Letzter Punkt, Lehrpreise gibt es überhaupt noch nicht von außen. So ein Alumni-Preis, Alumni-Lehrpreis wäre doch mal was. Was, bei wem ich besonders gut früher gelernt habe. Dann würde sich die Third Space an Hochschulen vergrößern, die Verantwortung dafür, es würden sich Netzwerke bilden. Das könnt ihr mal ausprobieren. Schreibt uns dann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen sagen, Lehrpreise empfehlen sich, macht das unbedingt auch. Ja, vielen Dank für den schönen Impulsvortrag und auch vielen Dank, dass Sie im Zeitalter geblieben sind. Ja, Herr Durkopp, Sie sind der Nächste. Eine Teilnehmerin wollte mir noch eine Präsentation zuschicken. Das ist bei mir bisher noch nicht angekommen. Also kümmern Sie sich und kommentieren Sie mir im Chat. Aber Alex, Ihre 5 Minuten beginnen jetzt. Ja, schönen guten Tag, Axel Dürkopp, mein Name von der TU Hamburg. Ich arbeite als wissenschaftlicher Berater für technische Entwicklung und Konzeption für die Hamburg Open Online University an der TU Hamburg und stelle das Projekt Wattwanderungen in Hamburg vor, was im Rahmen der Hamburg Open Online University seit 2022 durchgeführt wird. Dazu ist es gekommen, das ist ein Wortspiel. Es geht in dem Projekt darum, erneuerbare Energien aus einer ästhetischen Perspektive zu betrachten mit Literatur, Kunst, Musik und Theater an den Orten, wo erneuerbare Energien produziert werden, beziehungsweise genau genommen umgewandelt werden. Und dazu will ich ein paar Eindrücke zeigen gleich. Die Idee für dieses Format ist mir gekommen, als ich erfolgreich ein Balkonkraftwerk ans Privathaus geschraubt habe und dachte mir, das ist ja cool. Da möchte ich gerne andere auch von begeistern, für begeistern. Und dann ist daraus eigentlich dieses Wortspiel und das Konzept entstanden, was mittlerweile mit vielen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern in Hamburg durchgeführt wird. Genau, also ich zeige mal die Seite und schicke Ihnen auch im Chat, wenn Sie möchten, meine kurze Präsentation. Das können Sie, da finden Sie auch den Link zu dieser Seite. Ich bitte Sie, sich selber dort umzuschauen. Also, es geht uns darum, gemeinsam Zukünfte mit erneuerbaren Energien zu entwickeln und das erstmal nicht von einer technischen Warte aus, sondern eher von einer ästhetischen Warte, also nach einem genussvollen Erlebnis von beispielsweise gemeinsam essen, gemeinsam einen Film schauen oder auch andere Formen, wie sie auf dieser Webseite dargestellt werden. Es gibt bisher zwei Cluster sozusagen oder zwei Energieformen, zu denen wir gearbeitet haben, einmal Bioabfall als Energieressource und dann Energiegewinnung aus der Sonne und es gibt noch eine dritte, sozusagen den Joker unter den erneuerbaren Energien, das ist die menschliche Vorstellungskraft, denn die ist unendlich erneuerbar und in diesem Zusammenhang haben wir uns eben auch mit dem zum Beispiel dem literarischen Genre des Solarpunk beschäftigt, was jetzt sozusagen ein Format ist, mit dem positive Entwürfe von Zukünften mit erneuerbaren Energien in Kunst und Literatur dargestellt werden. Ich zeige hier aktuelle Veranstaltungen. Wir stecken mittendrin in einem sehr engen Rahmen von Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel am vergangenen Wochenende eine Performance gehabt zum Klimaparlament sämtlicher Wesen und Unwesen auf der Basis der Philosophie von Bruno Latour mit einem KünstlerInnenkollektiv, das Klimaparlament schon vorher entwickelt hatte. Wir haben es geöffnet für Studierende und Menschen, die in der Zentralbibliothek in Hamburg an diesen Workshops teilnehmen konnten und hatten eine sehr schöne Aufführung am vergangenen Sonntag. Leider sind wir noch nicht dazu gekommen, die Bilder jetzt hier für diesen Vortrag zur Verfügung zu stellen, aber wenn Sie die sozialen Medien morgen beobachten, dann werden Sie von der HU, der Hamburg Open Online University, sicherlich einige Bilder mitbekommen können. Was jetzt ansteht, ist das Biogastmahl, eine Veranstaltung, wo wir Biogas von Wilhelmsburg in Hamburg per Fahrrad nach Altona auch in Hamburg fahren werden. Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht und weil das so einen Spaß gemacht hat und so erfolgreich war auf verschiedenen eher qualitativen Ebenen, machen wir das an diesem Freitag nochmal. Und dieses Biogas sehen Sie hier, so haben wir letztes Jahr gekocht, so wollen wir es dieses Mal auch in etwas größerem Rahmen wieder tun. Dieses Biogastmahl bedeutet einfach, dass Menschen mit Biogas kochen, was in Wilhelmsburg selber produziert wurde. Und eine Veranstaltung, die ich jetzt hier zur Vorstellung herausgepickt habe, will ich kurz beschreiben. Letztes Jahr haben Bürgerinnen und Bürger von Wilhelmsburg 4 Wochen lang ihren Bioabfall aus der Küche
gesammelt, zu dieser Biogasanlage gebracht und quasi gespendet. Und der Abfall wurde in die Biogasanlage gefüllt. Und zum Dank haben wir 4 Wochen später mit dem produzierten Biogas für die Menschen, die gespendet hatten, gekocht. Hier sehen Sie ein Foto dieses gemeinsamen Kochens. Und wie das aussieht, wenn wir mit dem Fahrrad losfahren, sehen Sie auf dieser Webseite. Das heißt, das ist das Lastenfahrrad, was wir mit 2 Säcken ausgestattet haben, die für ungefähr 90 Minuten Kochen reichen. Wir werden diesmal mit einem Disco-Lastenfahrrad fahren, mit diesem Fahrrad fahren, mit einem Kamerafahrrad fahren und auch noch mit einem Abfallfahrrad fahren, mit dem wir die Biogasabfälle aus Altona dann wiederum zurückbringen. Am Ende der Veranstaltung versuchen wir, Zukünfte einzusammeln, das heißt von Leuten, die teilgenommen haben, Vorstellungen, was man machen könnte jetzt, wenn man weiß, erneuerbare Energien machen so viel Spaß, was man sich damit vorstellen könnte. Und da sehen Sie auch auf unserer Seite hier die Methode. Wir haben erst mit sehr improvisiert auf der linken Seite zu sehen, mit so Zetteln angefangen. Und auf der rechten Seite haben wir dann das Ganze ein bisschen professionalisiert. Ich weiß, ich bin bei 5 Minuten. Ich zeige meine letzte Folie. Und die finden Sie auch als letzte Folie auf dem Link. Das heißt, wir versuchen, Bildungserlebnisse zu ermöglichen und mehr zu kooperieren und weniger in Wettbewerb zu treten. Ja, also wenn Sie in Hamburg sind, fahren Sie mit um 13.30 Uhr am kommenden Freitag oder reisen Sie dafür auch gerne an. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Dürkop. Sehr spannendes Thema. Unser nächster Vortragender ist Chrysanthi. Hallo. Ja, hallo. Hat es jetzt mit den Folien geklappt oder nicht? Nein, bisher noch nicht. Nee. Okay, weil ich habe es 3-mal versucht. Ich habe 3-mal die E-Mail geschickt. Ja, okay. Dann lassen wir uns improvisieren, oder? Ich kann das jetzt auch ohne Folien vortragen. Wie Sie wollen. Sonst können Sie auch Ihren Vortrag ein bisschen nach hinten schieben und wir kümmern uns dann nochmal drum. Nee, alles gut. Alles gut. Also wenn es bisher nicht geklappt hat, dann kann ich das auch ohne Folien vortragen und dann kann ich auch meine E-Mail in den Chat stellen, falls jemand Interesse daran hat. Dann kann ich gerne meine Folien per E-Mail schicken. Ja, guten Tag. Guten Tag allerseits. Ich freue mich, Sie zu meinem Lightning Talk begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam in die spannende Welt, Roboterwelt in der Hochschulbildung eintauchen. Mein Name ist Chrysanthi Melano, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und ich repräsentiere heute mein Team. Das ist Professor Dr. Martin Kimmich, Professorin Doktorin Vera Thüring und natürlich unser Roboter, der Nao. Das ist ein humanoider Roboter, der ist ungefähr 58 cm groß und ungefähr 5 Kilo schwer. Schade, dass ich jetzt die Fotos von ihm nicht zeigen kann, aber ja. Er verfügt über Mikrofone, taktile Kameras, Lautsprecher und das ermöglicht ihm, dass er die Umgebung wahrnehmen kann und kommunizieren kann. Das Projekt wurde letztes Jahr von dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und von dem Stifterverband gefördert. Und wir haben damit 3 Einsatzszenarien pilotiert. Also als erstes haben wir den Roboter als Tutor in Business English eingesetzt. Das heißt, die Studierenden haben uns die Trainingsmaterialien bereitgestellt. Das heißt, es war schon mal der erste Teil der Aufgabe, dass die Studierenden sich die Fragen und die richtigen Antworten ausdenken sollten und uns die Trainingsmaterialien liefern sollten. Dann haben wir uns den Roboter trainiert. Und der Roboter hat dann in der Vorlesung, in der letzten Vorlesung vor der Klausur, als Klausurvorbereitung Fachkenntnisse abgefragt und die dann korrigiert. Und das hat so funktioniert, dass die Gruppe mit den meisten Punkten dann gewonnen hat. Die Evaluation wurde im Rahmen von Umfragen und Beobachtungen durchgeführt. Daran haben 13 Teilnehmer teilgenommen. Und, Entschuldigung. Und 53% haben den Roboter-Einsatz als positiv, also den Einfluss des Roboters als positiv bewertet. 38% der Studierenden waren der Meinung, dass der Roboter auch in anderen Vorlesungen eingesetzt werden kann. Und 23% fanden, dass der Roboter sehr wenig Potenzial in der Hochschullehre hat.
Als zweites Szenario haben wir den Roboter bei Planspielen als Lehrassistent und Tutor eingesetzt. Das heißt, am Anfang der Vorlesung hat der Roboter die Planspiele erklärt. Planspiele sind Simulationen von Betrieben und da hat er dann quasi die Durchführung von den Planspielen erklärt, sowie die Funktionalität der Cloud. Und als Tutor, da hat er quasi während des Spieles Fragen beantwortet, also die Fragen, die repetitiv gestellt werden. Genau, und die Evaluation, daran haben 15 Teilnehmer teilgenommen, 80% konnten, 80% der Fragen konnten richtig von dem Roboter beantwortet werden und 20% fanden, dass der Roboter sehr wenig Potenzial in der Hochschullehre hat und 20% können sich den Studierenden, den Robotereinsatz auch in anderen Vorlesungen vorstellen. Und als letztes haben wir den Roboter auch als Support bei der Infoveranstaltung für Erstsemester eingesetzt. Wir haben eine Datenbank mit First-Level-Support-Anfragen erstellt. Das heißt, Fragen wie zum Beispiel, wie kann ich mich in Moodle anmelden oder wo, wann bekomme ich meinen Studierendenausweis und so weiter. Und damit konnten wir unsere Mitarbeitenden zeitlich entlasten. Ja, zu den Chancen. Damit möchten wir natürlich die Lehre, die Qualität unserer Lehre fördern. Wir möchten unser Unterstützungsangebot verbessern und erweitern und unsere Mitarbeitenden zeitlich entlasten. Und dadurch, dass wir eine duale Hochschule sind, legen wir einen großen Wert darauf, dass unsere Studierenden mit den modernsten Technologien und aktuellen Technologien konfrontiert sind, weil sie das sowieso das machen in beiden Betrieben. Und natürlich möchten wir auch Lehrkräfte und Lehrbeauftragte gewinnen, indem wir auch Unterstützungsangebot anbieten. Zu den Herausforderungen gehört natürlich die finanzielle Herausforderung. So ein Projekt kann sehr schnell teuer werden. Ressourcenbedarf und das spezialisierte Fachpersonal, das den Roboter eben trainieren und warten muss. Ja, nach dem Projekt haben wir noch zwei Einsatzszenarien pilotiert. Und zwar haben wir den Roboter auch in KI-Vorlesungen mit Professor Dr. Martin Kimmich eingesetzt und auch als Berater für Studieninteressierte. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Jetzt hätten wir natürlich schon gerne alle den Roboter gesehen. Wirklich schade, dass es nicht geklappt hat. Ja. So, unser nächster Vortragender ist Isabel. Nee, Sophie Renat. Genau, Sophie Renat, hallo. Ich gebe auch gerne den Vortritt sonst. Sind Sie schon da? Wunderbar. Okay, dann schaue ich mal. Dankeschön, ich freue mich auch total. Okay. Meistens freut man sich eher, wenn es vorbei ist. Aber. Schauen wir mal, wie es wird. aber wir starten einfach mal los. Wie gesagt, ich bin Sophie Renat, ich bin Studentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU. Und bei mir geht es heute um Tutors of Tomorrow, und zwar genauer um das eTutor Plus Projekt bei uns. Das ist ein multiplikatorinnenbasiertes Qualifikationsprogramm, in dem Lehrende aus unterschiedlichsten Fachbereichen zu eTutorInnen-Ausbildenden werden. Ausgangslage ist dabei der große Glaube, dass Tutorien eine entscheidende und bedeutsame Rolle für das Erleben und Lernen von Studierenden spielen. Also mit dem Motto, gute Lehre wächst von unten. Das Ganze sah so aus, es war aufgesetzt zwischen 2022 und 2024 und hat aber nach wie vor eine anhaltende Wirkung an der LMU. Wir konnten 5 Kohorten an Ausbildenden qualifizieren. Neu und besonders war dabei der digitale Fokus in der Ausbildung, eben an der LMU in München. Unsere theoretischen und methodischen Grundlagen für die Konzipierung sind natürlich viel weiter gefasst als diese 5, die ich hier rausgesucht habe. Das sollten auch vielen von Ihnen schon ein Begriff sein, natürlich das Constructive Alignment im Hinblick auf Transfer und einer praxisorientierten, konstruktivistisch orientierten Lernumgebung, die Entwicklung digitaler Kompetenzen nach dem Kompetenzraster, nicht nur im Allgemeinen, sondern auch in den individuellen Kontexten der Hochschullehrenden, Peer-to-Peer-Learning als ganz, ganz zentrale Herangehensweise mit der Arbeit in Tandems, um eben Ideen anderer aufzugreifen und weiterzuentwickeln und mit dem Ziel einer langfristigen Vernetzung, gerade auch mit der zunehmenden Digitalisierung. Damit einhergehend eine konstruktive und konsistente Feedback-Kultur durch Konzeptbörsen, Peer- und Expertinnen-Feedback und ganz viel Raum für Reflexion. Und unsere 2 Transferstufen,
nämlich die, der Transfer von der Ausbildung zu den Schulungen der Lehrenden und natürlich von den TutorInnen-Schulungen in die Tutorien der Studierenden, je nach Anwendungsumgebung. Das erklärt sich nämlich so, ich habe ja gesagt, MultiplikatorInnen-basiertes Projekt, das heißt, hochschuldidaktische Lehrgrundsätze werden in die Lehrpraxis der Fachbereiche der einzelnen Lehrenden getragen. Anstatt also, dass wir zentral Studierende schulen, qualifizieren wir lieber engagierte Lehrende, die dann aus ihren jeweiligen Fachbereichen ganz selbst bedürfnisorientierte tutorische Schulungen konzipieren und eben durchführen. Das heißt, diese Schulungen sind dann an die Fachkulturen angepasst und darauf zugeschnitten, wodurch die Studierenden dann besser und nachhaltiger lernen können. Die Ausbildung war mit einem Zeitaufwand von 80 Arbeitseinheiten versehen und setzt sich aus diesen Blöcken zusammen, ganz zentral dabei ein wirklich Rollenbewusstsein und eine Haltungsklärung, um eben resilient und befähigt lehren zu können und ständige Reflexionsphasen im Prozess auch miteinander. Kern natürlich die digital angereicherten Inhalte durch Schulungen für e-methodische und didaktische Kenntnisse, die wiederum verzahnt waren mit der weiteren Infrastruktur der LMU für einen starken Community-Gedanken, aber natürlich auch die Konzeption der eigenen Schulungen für TutorInnen und dann eben auch die Durchführung davon, alles in Kombination mit Tandems, um vom Austausch zu profitieren. Der Aspekt der Nachhaltigkeit. Dafür haben wir eine eigene Vernetzung, eine eigene Infrastruktur aufgebaut auf Moodle, das eTutor Plus Village. Hier finden unsere eTutor PluslerInnen ganz viele Dokumente und Literatur, aber natürlich auch eine sehr wertvolle Plattform zur Vernetzung. Sie können eigens produzierte digitale Lehreinheiten miteinander teilen und eben langfristig und nachhaltig Ansprechpersonen finden, digitale Shortcuts entdecken und eben zu neuen Inspirationen kommen. Was sind unsere zentralen Learnings? Natürlich auch sehr spannend in dieser Runde, die zu teilen. Natürlich mussten wir auch darauf achten, auch wenn die Schulung sehr digital konzipiert ist, immer wieder die Präsenz reinzuholen durch Community-Events und die Vernetzung auch face-to-face zu ermöglichen, um diese nachhaltige und langfristige Wirkung zu erzielen. Auf studierender Seite können so natürlich viel mehr TutorInnen im Semester qualifiziert werden, aber auch eben angepasst an ihre wirklich praxisorientierten Bedarfe und Lebensrealitäten im Studium. Daneben haben wir festgestellt, dass, und das ist bestimmt nicht unbekannt, dass die TutorInnen-Tätigkeit oft der Start in eine wissenschaftliche Karriere ist. Das heißt, die erworbenen Fertigkeiten und Vorbilder wirken damit nicht nur in ihrer aktuellen Tutorientätigkeit, sondern sie können auch in Zukunft als junge Lehrende studierendenorientierten Hochschulunterricht geben. Auf Seiten der Lehrenden wirkt das natürlich auch nach. Und diese gute Lehre, die wir so definiert haben, wird nicht nur in dieser Qualifizierung erworben, sondern auch weiter und langfristig in die Lehrpraxis außertutorisch weitergeführt. Als Fazit: Was brauchen Tutors of Tomorrow? Wir brauchen eine gute Lehre, die von unten wächst, die breit wächst und nachhaltig, aber flexibel festgehalten wird, um nach morgen produktiv gucken zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sehr schönes Thema und dann noch viel Erfolg. Unser nächster Speaker oder Speakers sind Isabel. Hi. Hallo. Genau. Ich sehe euch nicht. Ich glaube, ihr seht andersrum. Ich sehe euch, aber ihr seht mich, glaube ich, nicht. Aber herzlich willkommen. Wir laden euch ein und einen minimalen kleinen Rundgang im Skills Lab. Viel Spaß. Herzlich willkommen an der Evangelischen Hochschule Berlin. Mein Name ist Isabel Kunze. Ich bin Lehrende für besondere Aufgaben und ich nehme euch heute mit in einen virtuellen Rundgang durch unser Skills Lab. Skills Lab 360 Grad, Hebammenwissenschaften digital erleben. Das Studium von Hebammen ist ein praxisintegrierendes Studium in 7 Semestern. Und zwar findet das statt an 3 verschiedenen Lernorten. Zum einen ist das ganz klassisch die Hochschule für den Theorieunterricht. Und dann haben wir natürlich PraxispartnerInnen. Das sind in der Regel Krankenhäuser mit integrierten Kreissälen, wo auch andere Stationen noch besucht werden von den Studierenden. Und als Theorie-Praxistransfer gibt es hier dieses Skills Lab. Studien haben gezeigt,
dass die Handlungskompetenz und die Patientensicherheit durch die Trainings hier im Skills Lab erhöht werden für die Studierenden auf der einen Seite und für die Patientinnen auf der anderen Seite. Das trifft vor allen Dingen auf Notfallsituationen zu. Und jetzt übergeben wir an den Regieraum. Hallo auch von mir. Mein Name ist Philipp Demand und ich bin E-Trainer am Projekt POLITZ, einem Digitalisierungsprojekt, gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Wir befinden uns jetzt im Regieraum unseres Skills Labs. Von hier wird die Technik, wie zum Beispiel unser Audio-Video-System, gesteuert. Jeder Raum im Skills Lab ist mit Raummikrofonen sowie bis zu drei 360-Grad-Kameras ausgestattet, um möglichst viele Details und verschiedene Perspektiven mit in die Nachbesprechung, dem sogenannten Debriefing, zu nehmen. Um die Trainingsszenarien nicht zu stören, ist der Regieraum von den anderen Räumen getrennt. Er soll aber nicht wie abgeschottet wirken. Daher trennen die Glasfenster zu meiner linken und meiner rechten die Regie zwar akustisch, die Studierenden können während des Lernens aber jederzeit einsehen, wer ihnen denn von hier aus zuschaut. Ein mögliches Anwendungsbeispiel wollen wir einmal im Kreißsaal 1 simulieren. Dies ist unser Kreißsaal 1. Hier können Studierende an unserem High-Fidelity-Simulator Elemente der Hebammenarbeit üben. Das Simulationsmodell findet dabei vor allem Nutzung in der Durchführung von Notfalltrainings, in denen Kleingruppen von Studierenden fachgerechtes Handeln und interdisziplinäre Kommunikation während eines Notfalls üben können. Der Simulator reagiert dabei realitätsnah auf die von den Studierenden angewendeten Maßnahmen und gibt ihnen für diese Feedback. Er wird mit einem Tablet gesteuert. Das Interface kann aber auch auf ein Smartboard dupliziert werden, sodass die Studierenden stets die Vitalwerte des Simulationsmodells einsehen können. Auch dieser Raum ist mit insgesamt drei 360-Grad-Kameras ausgestattet, um Trainingsszenarien mit möglichst vielen Details aufnehmen zu können, um das Material dann mit in die Nachbesprechung zu nehmen. In dem Fall befinden Sie sich dort, dort und dort. Während der Simulation haben wir Lehrenden die Möglichkeit, Marker zu setzen, wo wir besondere Situationen markieren, um sie dann in der Nachbesprechung, im sogenannten Debriefing, nochmal aufzuarbeiten. Eine andere Möglichkeit ist, dass Studierende, die Großgruppe beispielsweise, schon ein Bewertungstool an die Hand bekommen und uns per Livestreaming verfolgen. Der Datenschutz, die Einwilligung eines jeden Studierenden und die Sicherstellung eines Safe Space sind von großer Bedeutung bei uns im Skills Lab. Die Fehler, die gemacht werden können, werden gemeinschaftlich ausgewertet. Wir bewerten nicht und das ist einfach ein großer Raum, wo Fehler zugelassen werden können. Trainieren und probieren. Vielen lieben Dank an alle Menschen, die uns vor und hinter der Kamera unterstützt haben, diesen Film zu realisieren. Und jetzt weiterhin viel Spaß auf dem University Future Festival 2024. Ja, vielen Dank für das sehr interessante Video. Gerne. Unser nächster Speaker ist Annabel Kramp. Dann überlasse ich Ihnen die Bühne. Super, vielen Dank. Sandra ist auch am Start, fantastisch. So, 1, 2, 3, ich klicke mich noch gerade dahin, wo ich hin muss, dann kann es losgehen. Ja, super. Okay, gut. Dann hallo in die Runde. Wir sind Annabel Kramp und Sandra Kurz und wir zeigen heute die Gedanken unseres Forschungs- und Entwicklungsprojekts Interaktion in Weiß, Fördern von Mitdenken und Mitmachen in medizinischen Vorlesungen. Das Ganze führen wir an der Johannes-Gutenberg-Universität und an der Universitätsmedizin Mainz durch. Und unsere Medizinlehrenden haben seit dem 2008 eingeführten Programm zur Förderung exzellenter Lehre und mit der 2011 bestehenden Rudolf-Frei-Lernklinik eine super Basis, um sich didaktisch weiterzubilden. Es bleibt aber ein Endgegner für die Lehrenden, und zwar die Vorlesung.
Die Herausforderungen des altehrwürdigen Lehrformats sind bekannt. Wenig Interaktion, passiv anwesende Studierende, die sich nur schwer mitreißen lassen. Der Sage on the Stage steht voll im Fokus. Zeitgemäße Lehre sollte aber anders aussehen. Kompetenzorientiert, studierendenzentriert und aktiv. Ja, gerade die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen ist in der medizinischen Lehre von großer Bedeutung. Darunter gehört dann Verantwortungsübernahme, kritische Denkfähigkeit, Selbstreflexion. Und wie lässt sich das jetzt in großen Vorlesungen umsetzen? In kleineren Veranstaltungen ist das relativ einfach, am Krankenbett oder in Simulationen. Aber wir haben ja in der Medizin noch viele große Vorlesungen mit 240 und mehr Studierenden und müssen ja auf diese Kleingruppenformate dann auch vorbereiten. Eigene Aktivität von Studierenden und Feedback ist sehr, sehr wichtig in der Lehre für nachhaltiges Lernen. Ja? Aber dann auch, wie kann ich das Ganze messen und auch evaluieren? Was kommt bei den Studierenden an und wie können sie es umsetzen? Und eine Antwort auf diese Fragen, wie ich das in großen Vorlesungen umsetzen kann, sind zum Beispiel Audience Response Systeme. Und dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel darstellen aus unserer Vorlesung Schmerztherapie im Kindesalter. Das ist eine Vorlesungsreihe von 10 Vorlesungen, die aufeinander aufbauen. Und eine der letzten Vorlesungen ist dann tatsächlich die Schmerztherapie im Kindesalter. Und wir möchten, dass die Studierenden dann erstmal ihr Vorwissen aktivieren können, sich selbst mal Gedanken machen können, was können Ursachen von Schmerzen im Kindesalter sein. Und dann gehen wir tiefer in die Materie. Es werden einzelne, also Fallvignetten vorgestellt, die die Studierenden dann bearbeiten sollen, Diagnostikoptionen, reflektieren sollen, Therapieoptionen und es werden auch Szenarien vorgestellt, wo vielleicht patientengefährdende Situationen auftauchen können, die erkannt werden sollen von unseren Studierenden und die dann bessere Handlungsoptionen darstellen sollen. Jetzt ist die Frage, sind Audience Response Systeme ein Erfolgskonzept, Rezept? Und da ist es so, dass die Studienlage aktuell noch sehr heterogen ist. Wir sehen, dass Studierende häufig sich mehr beteiligen an den Veranstaltungen, weniger Hemmungen haben. Spaßfaktor ist häufig größer, Anwesenheit kann gemessen werden, auch die Lernleistung, eine Diagnostik bei den Studierenden. Aber wie gesagt, es ist noch heterogen und wir müssen noch ein oder andere Fragen beantworten. Und Annabelle möchte unser Projekt jetzt nochmal ausführlicher vorstellen. Genau, bevor wir jetzt aber in unser Projekt reinschauen, schauen wir nochmal ganz kurz in eine Umfrage und zwar in die von Picado et al., die mit Lehrenden durchgeführt worden ist. Die Grafik dazu wurde übrigens auch mit dem Audience Response System Mentimeter erstellt. Hier sieht man auch, dass Audience-Response-Systeme hauptsächlich dazu genutzt werden, zurückhaltende Studierende zu aktivieren, Dynamik ins Lehrgeschehen zu bringen, Aufmerksamkeit zu erhalten und um den Lernspaß an der Lehrveranstaltung zu erhöhen. ARS sollten also längst für alle Lehrenden ein Standardwerkzeug in ihrer Lehre sein, sind es aber nicht. Technische und soziale Hürden müssen überwunden werden. Wir stellen uns also folgende Fragen. Warum benutzen Lehrende ARS oder auch nicht? In welchen didaktischen Szenarien benutzen Sie ARS oder auch nicht? Und wie muss eine Schulung gestaltet sein, um ARS-Kompetenzen Lehrender zu fördern? Unser erklärtes Ziel ist es, eine evidenzbasierte Schulung und Unterstützungsformate zu implementieren, die Medizinlehrenden im Erwerb von ARS-Kompetenzen insbesondere für die Vorlesungen fördern. Das machen wir folgendermaßen. In einem Team aus 4 Forschenden arbeiten wir uns durch 4 Projektphasen. In etwa am Ende der ersten Phase sind wir auch heute angelangt. Ein Mixed Methods Design aus einem Fragebogen und aus Leitfragen gestützten Interviews soll eine Standortbestimmung der Kohorte der Medizinlehrenden ermöglichen, sowie Hemmnisse und Motivatoren für den Einsatz von ARS erschließen.
Wir fragen auch, in welchen Lernszenarien ARS als sinnvoll erachtet werden. Daraus leiten wir dann Maßnahmen ab, zum Beispiel die Erweiterung bestehender Schulungsformate oder die Erarbeitung von Handreichungen. Wichtig ist uns dabei, dass die Angebote so spezifisch wie möglich sind. Die letzte Phase soll sich dann mit der Kompetenzfrage beschäftigen und in einer Präpostbefragung zeigen, ob, wie und an welchen Stellen die Schulungen didaktischen Einsatz von ARS in der Medizinlehre verbessern können. Und jetzt freuen wir uns schon mal auf eine Vertiefung an den Thementischen. Unserer ist ganz oben, erste Reihe rechts außen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick in die Medizin. Unser nächster Speaker oder wieder eine Kombination von Speaker ist Lea. Lea, sind Sie da? Ja, bin da. Gut, Bildschirm teilen und die Bühne gehört Ihnen. So. Ja, ich glaube, das geht, ne? Alles klar. Genau, ich bin Lea Apitz, ich bin Hebamme, studierte, ich habe schon den Bachelor gemacht und nicht erst die Ausbildung und danach nachqualifiziert den Bachelor gemacht. Ich studiere jetzt aktuell angewandte Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit Bochum und bin Gründerin oder Initiatorin sozusagen des neuen Hebammen-Wikis, das ich hier gerne vorstellen möchte. Ich möchte einmal zeigen, wie das vielleicht eine Brücke zwischen der Tradition und der alten Tradition sozusagen der Hebammen, die man vielleicht so auch als Klischee noch im Kopf hat, und aber auch der neuen akademischen Hebammenwelt sein kann. Genau, zuerst etwas zur Entwicklung der Hebammenwissenschaft, zum Hebammenstudium selbst, wie sich das Berufsbild dadurch oder das Berufsfeld dadurch erweitert und wie man das Hebammenwiki dort auch einsetzen kann. Ab den 1990ern gab es in Deutschland sogenannte Hebammenforschungsworkshops alle 3 Jahre, die dem Hebammenkongress vorgeschaltet waren. 2005 gab es dann die erste europäische Richtlinie, dass auch Hebammen angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften haben sollen. 2008 wurde die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaften gegründet und 2019 folgte dann ein Gesetz, dass das Hebammenstudium, also dass es ein Hebammenstudium geben wird, was auf wissenschaftlicher Grundlage und nach wissenschaftlicher Methodik erfolgen soll. 2020 ist jetzt das Hebammenstudium voll akademisiert gewesen. Es gibt also keine Ausbildung mehr. Die letzten laufen noch aus, aber man kann Hebamme nur noch auf akademischem Weg werden. Das führt zu einer Erweiterung des Berufsfelds, weil wir schauen auch in die anderen europäischen Länder, in denen die Hebammen schon ganz lange akademisiert sind, und können zum Beispiel in der Kinderklinik vielleicht später mal arbeiten oder in der Fruchtbarkeitsmedizin. Die ersten wenden Ultraschall an, das bin übrigens ich links bei einer Fortbildung auf dem Bild, genau, oder einer sexuellen Bildung oder Gesundheitserziehung. Hier kommt das Hebammenwiki ins Spiel, dadurch, dass sich unser Wissen deutlich vervielfältigt, das muss geupdatet werden, das muss im Idealfall auch dynamisch veränderbar sein. Unser Wissen verändert sich gerade ganz, ganz schnell. Wir wollen es auch wissenschaftlich belegen können, welches Wissen wir gerade verwenden und am besten schnell mal auch eine Quelle da haben für interprofessionellen Austausch. Und dafür könnte sich ein Hebammenwiki anbieten. Das hier ist eine Skizze, die habe ich irgendwann mal nachts gemacht. Deswegen darf sie auch erstmal noch so weiter aussehen. Das Hebammenwiki ist anwendbar in der Lehre, im Lernen, der Forschung und der Praxis der Hebammen. Und genau, kann zum Beispiel Transparenz von Quellen, also wie man das bei Wikipedia zum Beispiel eben auch kennt. Natürlich mit anderen Qualitätsstandards des Medizinjournalismus im Idealfall. Aber da sitze ich noch dran. das könnte eine Seite sein. Also wir haben natürlich einen Titel. Dann haben wir bestimmte Optionen, die da angezeigt werden, wie das für die Software üblich ist. Eine kleine Kurzbeschreibung. Aber man könnte zum Beispiel auch beteiligte Vorstunde mit reintun. Also wenn ich jetzt meine Masterarbeit in irgendetwas geschrieben habe, dann könnte ich dort bei dem Thema meinen Namen mit reinschreiben. Genau, Quellen sind natürlich ganz wichtig. Jetzt haben wir einen Projektantrag gestellt, also eine Professorin mit mir zusammen und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Wir möchten gerne das Hebammenwiki ins Hebammenstudium implementieren, als Lern- und Lehrort. Mit agilen Methoden im Idealfall, wobei das auch sehr neu ist, das ist auch nicht so üblich. Also ich kenne es zumindest aus meinem Studium nicht. Und genau, wir wollen es dann eben zum Beispiel mit dem Bandspeicher auch evaluieren, damit wir dann regelmäßig
unsere Lehrveranstaltungen updaten können und auch das Hebammenwiki anpassen können währenddessen. Dadurch können Fachkompetenzen erworben werden. Jetzt im Bereich auf den Studierenden, bei den Studierenden, dadurch, dass sie ihre Wiki-Artikel erarbeiten sollen. Sie müssen wissenschaftliche Grundlagen anwenden oder auch Methoden zur Qualitätssicherung können sie entwickeln. Und personale Kompetenz natürlich, wenn man kollaborativ etwas zusammenarbeitet, dann entwickeln sich auch personale Kompetenzen in Gruppenarbeiten. Und vielleicht können wir sogar diese agilen Methoden, die wir in dem Projekt anwenden, auch auf die Studierende übertragen und sie können es mit uns zusammen lernen. Zum Beispiel, wenn wir zusammen Vorträge für Kongresse erarbeiten, was auch der Plan ist, dass sie auch Veröffentlichungen dann schon lernen. Also, genau, Information ist Macht, Wissen ist Macht. Wir können das Hebammenwiki als Lernobjekt nutzen. Ich werde wahrscheinlich meine Masterarbeit über die Transformation des Hebammenwissens schreiben oder etwas Ähnlichem. Wahrscheinlich etwas theoretischer. Wir können es als Netzwerkplattform für Forschende nutzen und wir können natürlich auch Fortbildung darüber machen, weil auch Hebammen, die noch kein Studium gemacht haben, wollen natürlich wissen, wo man gutes Wissen herkriegt. Genau, hier sind ein paar Quellen. Das Ding wurde mit heißer Nadel gestrickt. Es könnte besser sein, es ist nicht meine Ansprüche hier, aber ich freue mich, dass ich hier kurz präsentieren durfte und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht nachher noch auf einem Netzwerktisch. Genau. Ja, vielen Dank, Lea, für das sehr spannende und sehr wichtige Thema. Und dann kommen wir zu unserem nächsten Vortragenden, Muriel Punzak, sind Sie da? Hervorragend. Okay, auch zu zweit. Dann teilen Sie im Bildschirm und geht's gleich los. Okay. Sie sind ein bisschen leise. Ist jetzt lauter, oder? Ja, so geht's. Okay. Gut. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Aytan Tüfekci. Mein Name ist Muriel Punzak. Wir sind von der Universität Bielefeld und stellen heute das Projekt DAX vor. Wie vielen von uns sicher bekannt ist, ist die Hochschule ein diverses Pflaster. Diese vielfältige Zusammensetzung der Studierendenschaft bietet ein breites Spektrum an Hintergründen und Bedarfen. Genau das verdeutlicht, warum die Förderung barrierefreier Arbeitsweisen an Hochschulen so relevant ist. Zur Verstetigung digitaler Barrierefreiheit im universitären Kontext ist eine Verankerung in der Lehre essentiell. Hier hat sich jedoch das Problem ergeben, dass seitens der Lehrenden sowohl vertieftes Wissen als auch zeitliche Ressourcen fehlen. Genau, und an dieser Stelle setzt DAX an. DAX steht für Digital Accessibility Checking and Simulation und bietet eine Lösung für die zuvor aufgeführten Problematiken, indem es Lehrende dabei unterstützt, digitale Barrierefreiheit in ihrem Lehralltag zu verankern, ohne dass dies eine große Zusatzbelastung für sie bedeutet. Hier ist das Ziel, dass die Kompetenzvermittlung zur Umsetzung barrierefreier Lehre hilft und somit auch verfestigt wird als selbstverständlichen Anspruch an die Lehre. So können nachhaltige Barrieren abgebaut werden und es fördert eine gelebte Inklusion, sowie bildet es auch einen wichtigen Schritt zur Hochschule für alle. Das Portal setzt sich aus 4 Bestandteilen zusammen. Anleiten, testen, simulieren und sensibilisieren, auf die wir jetzt im Folgenden näher eingehen werden. Anleitungen sind ein sehr wichtiger Bestandteil des Portals und bilden die Basis für die Erstellung barrierefreier digitaler Lehrmaterialien und Kurse. Sie umfassen dabei viele verschiedene Themenbereiche, darunter das Testen und Erstellen von barrierefreien Webseiten, von LMS-Kursen, Office-Dokumenten, PDFs und Videos. Ein weiterer zentraler Bestandteil des Portals ist das Testen von LMS-Kursen auf Barrierefreiheit. LMS steht dabei kurz für Learn Management System. Durch eine Kombination von automatisierten und programmgestützten Testungen auf Barrierefreiheit sollen Lehrende befähigt werden, die Prüfverfahren selbst durchzuführen. Bei der automatischen Prüfung können LMS-Kurse direkt hochgeladen werden, indem sie entweder über einen manuellen Upload oder automatisch über ein LMS-Plugin in die Plattform exportiert werden. Nach dem Upload startet dann die automatisierte Testung und Nutzende erhalten einen Prüfbericht mit Hinweisen über die Fehler und wie diese behoben werden können.
Bei der manuellen Prüfung von Kursen leitet DAX die Nutzenden an und stellt Tipps und Anleitungen zur Verfügung, wie jene Kriterien, die eben nicht automatisch testbar sind, geprüft und gegebenenfalls behoben werden können, so dass auch hier keine speziellen technischen Vorkenntnisse für die Nutzung der Plattform erforderlich sind. Die gesamte Testung erfolgt dabei nach den aktuellen Standards des W3C sowie den gesetzlichen Anforderungen nach EU-Norm 301549 und der BITV. Ein weiterer Bestandteil unseres Portals ist das Simulieren. Vorab möchten wir dazu sagen, dass uns die Problematik von Simulationen durchaus bewusst ist und Simulationen natürlich nicht mit eigentlichen Erfahrungen zu vergleichen sind. Wir haben uns dennoch dafür entschieden und nehmen aber eine Einbettung in einen Kontext vor. Die Sensibilisierung der Lehrenden soll durch diese Simulation vollzogen werden. Das funktioniert durch Darstellung typischer Charakteristika von Behinderung und Erkrankungen im Kontext von Lehre und Studium. Die Lehrenden sollen ihre eigenen Kurse mit Beeinträchtigung erfahren können. Diese Erfahrungen stehen dann, wie bereits schon angedeutet, im Kontext mit oder in Verbindung mit Infotexten. Die Beeinträchtigungen sollen auch biologisch miteinander kombinierbar sein und somit auch erfahrbar gemacht werden. Genau, der vierte und letzte Portalbestandteil ist das Sensibilisieren. Hierbei wird aufbereitetes Wissen zu Behinderungen, chronischen und psychischen Erkrankungen dargestellt und die Auswirkungen auf das Studium betont. Es werden unter anderem Erfahrungsberichte bereitgestellt, einmal von Studierenden mit Behinderungen, chronischer oder psychischer Erkrankung, sowie aber auch von Studierendenassistenzen, und es wird noch ergänzt um weitere Erfahrungsberichte. Ein weiterer Bestandteil von dem Sensibilisieren sind die Handreichungen für Lehrende. Hierbei sollen Folien vorgestellt werden, die in der Lehre eingesetzt werden können, und es soll auch eine Auflistung von Anlaufstellen für Studierende mitgegeben werden. Mit Projektabschluss im Jahr 2026 soll DAX dann als frei zugängliche Software bereitgestellt werden, wovon anschließend auch kleinere Hochschulen mit beispielsweise weniger finanziellen Mitteln profitieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass wir heute hier sein durften. Ja, und vielen Dank für das spannende Thema. Jetzt sind nach meiner Liste alle Speaker durch. Kann es natürlich sein, dass mein Speaker nicht perfekt ist. Da haben wir noch einen. Habe ich sie vergessen, ja? Ja, ups. Aber das ist gar kein Problem. Ich bin ja hier. Gut, ich bin auch noch hier. Wenn ich noch anschließen darf. Wir sind auch noch da. Dann können Sie den Bildschirm teilen? Ja, ich bin dabei. Eine Sekunde. Und dann legen wir auch schon los. Mein Name ist Dominik Theiss, anders als es hier steht. Ich bin Referent in der Projektgruppe Digitaler Bildungsraum im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ich darf heute einen kurzen Einblick geben in den Entwicklungsstand von meinem Bildungsraum. Für einige bekannt wahrscheinlich noch als nationale Bildungsplattform. Mittlerweile aber unter dem Namen Mein Bildungsraum an den Start gegangen, ist es eine Vernetzungsinfrastruktur, die unterschiedliche Bildungsangebote, Bildungsplattformen, aber auch Verwaltungsleistungen, zum Beispiel auch in den Hochschulen, miteinander vernetzen soll. Deswegen eigentlich ganz passend, jetzt diesen Vortrag hier anzuschließen, weil wir ja schon viele Initiativen, Projekte und Bildungsangebote kennengelernt haben, die Mein Bildungsraum vielleicht sogar perspektivisch irgendwann auch miteinander verknüpfen kann. Mein Bildungsraum setzt erstmal die technischen Voraussetzungen, um allen im Rahmen des lebenslangen Lernens eine nahtlose digitale Lernreise zu ermöglichen. Das bedeutet, wir vernetzen Bildungsangebote und Plattformen auf unterschiedlichen Ebenen, ermöglichen zum Beispiel, dass man seine Lernstände von einem Bildungsangebot zum nächsten mitnehmen kann, dass man einen vereinfachten Zugang erhält über die Komponente digitale Identitäten zum Beispiel, dass man seine Bildungsdaten und Nachweise auch selbst und eigenständig verwalten kann über die Komponente digitale Ablage und perspektivisch auch, dass man eine übergreifende Suche hat, sodass man als lernende Person sich besser auch orientieren kann im Bildungsökosystem. Wir sehen, dass es eben eine große Vielfalt von Bildungsangeboten gibt.
Und die wollen wir miteinander vernetzen. Das heißt, das Lernen wird immer noch weiterhin auch bei den Bildungsangeboten stattfinden. Aber wir möchten hier die Brücken bauen, so ein bisschen wie eine Autobahn sozusagen, die den Transport von den Menschen von einer Stadt zur anderen, eben auf ihren Bildungsreisen. Was bedeutet das? Wir vereinfachen unter anderem zum einen den Übergang von einem Bildungsangebot zur nächsten, von einer Institution zur nächsten und möchten auch den Verwaltungsaufwand der einzelnen Institutionen vereinfachen. Das heißt, perspektivisch möchten wir, dass man sich bei zum Beispiel dem Übergang vom Bachelor- zum Masterstudiengang einfach mit einem Single Sign-On identifizieren und registrieren kann bei der Bewerbung, dann seine persönlichen Informationen, seine persönlichen Daten, die man in seiner eigenen Ablage hat, dann eben auch mit der Institution teilen kann, gegebenenfalls weitere Nachweise, die zur Bewerbung notwendig sind, auch mit der Institution teilen kann, die Institution wiederum über eine weitere Komponente, die wir anbieten, diese Nachweise auch verifizieren kann, also sehen kann, sind sie korrekt und genau, gehören diese Nachweise dann auch der Person, die sich gerade bewirbt. Und dass die Institution, wenn sie eben auch angeschlossen ist, dann auch die Zulassungsbenachrichtigung wiederum sicher an die bewerbenden Personen schicken kann, die sie dann in der Ablage aufrufen können. Wir arbeiten das schon seit 3 Jahren mit verschiedenen, also wir entwickeln seit 3 Jahren meinen Bildungsraum als Vernetzungsinfrastruktur und arbeiten hier auch mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern zusammen, vor allem eben auch aus dem Hochschulbereich, die sich zum einen mit der Orientierung beschäftigen, aber auch mit Bewerbungsverfahren, mit der Immatrikulation oder eben auch mit Prüfungen und Nachweisen. Einige dieser Partner sind heute auch hier in Berlin. Wir haben einen Stand und hier darf ich auch schon mal einladen dazu, dass wir später dann auch noch in den Austausch kommen. Ein weiterer Partner, der jetzt in der nächsten Projektphase ins Spiel kommt, ist die Sprint. Wir möchten gemeinsam mit der Bundesagentur für Sprunginnovation die ersten Komponenten, die wir im Laufe der letzten 3 Jahre entwickelt haben und im Oktober angefangen haben, im Rahmen einer Beta-Testung eben auch zu testen, jetzt auf den Markt bringen und sozusagen eben auch für alle real zugänglich machen. Die Sprint hilft uns dabei, diese Innovationen, die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren vorangetrieben haben, zu heben, zur Sprunginnovation zu machen und somit dann eben auch erfahrbar zu machen für die Bevölkerung und hoffentlich dort dann auch ein Gamechanger zu sein, so wie ja hier auch der Lightning Talk überschrieben ist, um eben das Leben der einzelnen Personen in Deutschland auch zu verbessern, die Verwaltungsleistungen zu vereinfachen. Genau, also hier nochmal die Einladung auch. Wir sind hier in Berlin, kommen Sie gerne. Und kommt gerne zu uns, unterhaltet euch mit uns über den aktuellen Stand zu meinem Bildungsraum. Es sind einzelne Projekte auch dabei, die sich schon angeschlossen haben, die einzelne Komponenten erprobt haben und gerne eben auch mit Ihnen in Austausch kommen. Das waren die 5 Minuten und ich gebe zurück ins Hauptstadtstudio. Ja, vielen Dank für das spannende Thema. Ich bin ja auch so ein ITler vom Herzen her, von daher genau mein Ding. Gut. Gibt es noch einen Speaker? Jemand, der sich spontan entscheidet, noch einen Vortrag zu halten? Ansonsten würde ich jetzt eine kurze Fragerunde einleiten. Dazu haben wir noch Zeit. Gerne über den Chat. Es gab auf jeden Fall eine konkrete Frage im Chat schon. Die würde ich jetzt auch kurz nochmal aufgreifen, die Frage. Die Frage war an Sophie Renat. Wie sichert ihr die Aktualität der Schulungsmaterialien? Schon Publikum bei mir zu Hause gehabt. Ja. Der Schulungsmaterialien im E2++ Village und von unserer Ausbildung nehme ich an. Ich auch. Also wir haben ein relativ großes Team bei uns im Profil, die auch ihre eigenen Forschungsinteressen und eigenen quasi Fokusgebiete und Interessensgebiete verfolgen. Das heißt, wir haben sehr viel Inspiration, nicht nur von unserem Team, aber eben auch, wie ich gesagt habe, auch von der Infrastruktur der LMU. Das heißt, also wir besuchen selber viele Fortbildungen und auch diese Festivals und profitieren dann aber auch wiederum von den Lehrenden, die selber ihre Ideen und ihren aktuellen Stand quasi mit reintragen. Beantwortet das die Frage ungefähr? Ja, wundervoll. Vielen Dank.
Gibt es sonst noch Fragen? Also gerne von den Speakern oder auch von der Audience. Ansonsten drängel ich mich auch nach vorne, aber... Also ich habe noch eine Frage an die Lea mit dem Hebammen-Wiki. Natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Lea, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Genau, also mich hat diese Kombination von Hebamme, Wiki und agile Methoden total interessiert. Ja? Und dann haben Sie gesagt, agile Methoden sind bei Ihnen Paper schreiben. Das ist für mich sozusagen das Unagilste, was ich mir vorstellen kann. Vielleicht kannst du mir Paper schreiben, ich überlege, in welchem Kontext Paper schreiben. Es ging um die agilen Methoden in der Weiterentwicklung des CVs, des Wikis. Vielleicht kannst du also noch ein paar Worte sagen, würde mich sehr interessieren. Also ich rede jetzt, also die agilen Methoden beziehen sich da auf die Projektskizze, die wir eingereicht haben. Und also ich habe die agilen Methoden erst kennengelernt und dann Projektmanagement quasi in der Uni gelernt. So, das war die Reihenfolge. Und für mich sind also die agilen Methoden eigentlich das, was ich so intuitiv irgendwie mache. Und in der Planung der Projektskizze ist mir dann irgendwie aufgefallen, dass ja eigentlich, also wenn wir irgendwas implementieren, dann machen wir eigentlich ständig Iterationen, weil sonst hätten wir ja quasi nur einen Zyklus und hätten am Ende ein Ergebnis und können es aber gar nicht mehr testen. Das heißt, wenn wir jetzt also diese 4 Semester, im Idealfall diese Projektlaufzeit dann bekommen, dann sollten wir Iterationen währenddessen schon durchführen, um dann das erfolgreich implementieren zu können, was halt der Plan ist. Also es wären jetzt 2 Semester, wo wir das, ne, 2 Zyklen, wo wir dann die Ergebnisse aus dem 1. Semester im 2. schon wieder einfließen lassen können, dann haben wir das Tool verbessert, dann haben wir die Lehrveranstaltung verbessert. Genau, aber sonst agile Methoden, also ich weiß nicht. Nee, gut. Kenne ich sonst nicht, auch nicht im Klinikkontext. Perfekt. Dankeschön. So, gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich mich noch mal nach vorne drängen und noch mal den Herrn Dux noch mal fragen. Das Werkzeug, das Sie da entwickeln, das könnte ja eine wirkliche Arbeitserleichterung sein, für sowohl für die Hochschulen als auch für die Studierenden. Was muss ich denn als Hochschule machen, damit ich da teilnehmen kann an dem System? Genau, wir hoffen, dass das auf jeden Fall eine Arbeits- und Verwaltungserleichterung ist. Wir sind jetzt im Oktober mit einem Minimum Viable Product gestartet. Das heißt, wir vertesten gerade die einzelnen Komponenten und sind da sehr, sehr offen für Partnerschaften. Das heißt, als Hochschule gerne auf uns zukommen, anbindung@meinbildungsraum.de, kann ich gleich auch nochmal in den Chat packen. Ja, gerne. Und dann können wir uns da gerne unterhalten, wie dann die verschiedenen Komponenten vielleicht auch eine Erleichterung sein könnten für die Institution. Wir vertesten das gerade eben noch weiter und wollen dann eben Stück für Stück dann gemeinsam auch mit der Agentur für Sprunginnovation in den Live-Betrieb gehen, sodass dann die ersten Partner dann natürlich auch schon gerne angebunden sein können. Aber ich verstehe das schon richtig, sagen, es ist schon irgendwie nötig, dass es sich so eine gewisse kritische Masse entwickelt, damit dann alle sozusagen am meisten profitieren. Genau, also im Optimalfall vernetzen wir das, die Bildungsangebote in Deutschland miteinander eben im Digitalen. Das wäre natürlich super schön, wenn man halt alle seine Lernstände zentral bei sich gespeichert hat. Wenn wir einen Zugang haben oder einen föderierten Zugang haben zu allen Bildungsangeboten und eben auch die verschiedenen Systeme miteinander interagieren können und ich als Endnutzender eigentlich oder als lernende Person mir gar keine Gedanken mehr machen muss, wo sind meine Accounts, wo liegen eigentlich meine Zeugnisse, sind die verifiziert, signiert. Perfekt, genau. Ich muss leider abbrechen. Ja, wir haben noch 20 Sekunden. Also ich möchte mich bei allen Speakern ganz herzlich bedanken. Es war ganz wundervoll, heute dabei sein zu dürfen. Ich möchte alle einladen zu den Netzwerktischen. Und wünsche Ihnen noch eine schöne Restkonferenz.